Von spannenden Biopics bis hin zu hochkarätigen Action-Thrillern. Netflix stürmt ins Jahr 2023. Wir zeigen euch die 25 der am meisten erwarteten Filme, die dieses Jahr auf Netflix zu sehen sein werden. Nach dem großen Erfolg von Extraction aus dem Jahr 2020 kehrt Regisseur Sam Hargrave zusammen mit den Russo-Brüdern mit Extraction 2 zurück. Extraction 2 soll irgendwann im Jahr 2023 auf Netflix erscheinen und wird sich erneut auf Chris Hemsworths Tyler Rake konzentrieren, einen Söldner der Black Ops, der mit einer Mission auf Leben und Tod beauftragt wird. Extraction war ein erfrischender Einstieg in das Action-Genre und Hemsworth lieferte eine karrierebestimmende Leistung ab, für die er vom Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde. Der Film wurde zu einem der meistgesehenen Netflix-Originale aller Zeiten und erreichte im ersten Monat 99 Millionen Haushalte auf dem Streaming-Dienst. You drown, not by falling into the river, but by staying submerged in it. Außer Hemsworth wurde die endgültige Besetzung noch nicht veröffentlicht, aber Golshifteh Farhani wird ihre Rolle als Nick Khan, Tylers Partnerin, wieder aufnehmen. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, aber die Dreharbeiten sollen im vergangenen April abgeschlossen worden sein. 23 Jahre ist es her, dass Peter Lord und Nick Park mit Chicken Run einen triumphalen Stop-Motion-Animationsfilm geschaffen haben. Chicken Run ist bis heute der erfolgreichste Stop-Motion-Film aller Zeiten und hat an den Kinokassen über 227 Millionen Dollar eingespielt. Die Arbeiten zu Chicken Run Dawn of the Nugget wurden 2018 von Studio Canal gestartet und Netflix hat die Rechte 2020 erworben. Der Film wird sich auf Ginger und ihre Freunde konzentrieren, nachdem sie von Tweedy's Farm entkommen sind. Is it as good as you imagined? No. Jane Horrocks, Imelda Staunton und Lynn Ferguson sind die einzigen Originaldarsteller, die ihre Rollen aus dem ersten Film wieder spielen. Aber angesichts der Kritiken zum ersten Film sollten wir eine weitere brillante, unterhaltsame Geschichte von Lord und Park erwarten. Die Verfilmungen der Bücher des berühmten Kinderbuchautors Roald Dahl sind oft zu Filmklassikern geworden. Angefangen bei Charlie und die Schokoladenfabrik von 1971 bis hin zu Roald Dahls Hexen von 2020 ist Dahls Werk seit 5 Jahrzehnten ein Dreh- und Angelpunkt im Kino. Im Jahr 2021 erwarb Netflix die Rechte an der Roald Dahl Story Company und zahlte über 680 Millionen Dollar für die Bibliografie des Autors. Den Anfang macht The Wonderful Story of Henry Sugar, inszeniert vom gefeierten Regisseur Wes Anderson. The Wonderful Story of Henry Sugar wurde 1977 veröffentlicht und handelt von Sugar, einem Glücksspieler, der es wagt, mithilfe der Meditation Karten zu zählen. Andersons Adaption wird die Zerstörung der Gier erforschen, die Dahls Märchen für Erwachsene untersuchte. Mit Benedict Cumberbatch in der Rolle des Sugar und Ralph Fiennes, Dev Patel und Ben Kingsley in den Nebenrollen dürfte The Wonderful Story of Henry Sugar ein wunderbarer Beitrag zum Dahl-Universum werden. Obwohl er erst am 23. Dezember in die Kinos kam, war der denkwürdige Fall des Mr. Poe von Scott Cooper der erste Originalfilm, der 2023 auf Netflix gestreamt wurde. Netflix scheint das Jahr mit einer Menge Leichen und Verschwörungen zu beginnen. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe geizt nicht mit Brutalität, was Coopers Historienfilm eine weitere Ebene der Dunkelheit verleiht. It is a whodunit. It's a fictional story about a series of murders that take place at West Point. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe spielt im Jahr 1830 und folgte Augustus Landor, gespielt von Christian Bale, bei seinen Ermittlungen in Mordfällen innerhalb des US-Militärs an der Seite eines jungen Edgar Allan Poe, gespielt von Harry Melling. With enough patience, a suspect will often interrogate himself. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Louis Bayard aus dem Jahr 2003 und ist mit Gillian Anderson, Robert Duvall und vielen anderen hochkarätigen Schauspielern besetzt. Die Fans der Beverly Hills Cop-Reihe warten seit 28 Jahren auf einen neuen Teil und 2023 ist es endlich soweit. Beverly Hills Cop 4 markiert eine weitere Wendung in Murphys laufender Karriere-Renaissance. In der Hoffnung, von der Anerkennung zu profitieren, die er für seine Auftritte in Dolomite Is My Name und Der Prinz aus Zamunda 2 erhalten hat, kann das Publikum nur hoffen, dass der Komiker wieder in die Rolle seiner beliebtesten Figur schlüpfen kann. Yes, you have a reservation for an Axel Foley? Die Geschichte folgt Axel, der nach Beverly Hills zurückkehrt, um die Korruption in seinem alten Polizeirevier aufzuspüren. Can you put this in a good spot? All this shit happened last time I parked here. Viele der Originaldarsteller, darunter Judge Reinhold und Bronson Pinchot, kehren zurück, während Taylor Page, Kevin Bacon und Joseph Gordon-Levitt in brandneue Rollen schlüpfen werden. Beverly Hills Cop hat eine lange Tradition, denn der Originalfilm wird immer wieder als einer der lustigsten Filme aller Zeiten bezeichnet und so hat Beverly Hills Cop 4 viel vor. Es wird spannend sein, die alte Gang zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder in Aktion zu sehen. Über die Verfilmung von Matt Kins Comicserie Department H ist noch nicht viel bekannt, obwohl sie irgendwann in diesem Jahr auf Netflix erscheinen soll. Alice Waddington soll bei dem Film Regie führen. Ihr erstes Werk seit ihrem Spielfilmdebüt Paradise Hills in 2019.
Department H dreht sich um Mia, eine Sonderermittlerin, die den Plan eines Saboteurs in einer Tiefseeforschungseinrichtung vereiteln soll. Die Serie durchläuft einen langen, komplizierten Tatort, der einem nautischen Cluedo-Spiel ähnelt, bei dem die Verdächtigen ihre Unschuld beweisen und gleichzeitig gegen die sie umgebenden Kreaturen überleben müssen. Man darf gespannt sein, wie Waddington die Arbeit von Kind in einem Spielfilm zusammenfassen wird. Die Besetzung ist noch nicht veröffentlicht worden. Die Serie von Kind lief fast 2 Jahre lang. Angesichts der Tatsache, dass der Comic nicht die größte Fangemeinde hat, steht Waddington die Tür weit offen, um sich das Ausgangsmaterial zu eigen zu machen. Es ist eine der am meisten erwarteten Netflix-Veröffentlichungen und Comic-Verfilmungen des Jahres 2023. Heart of Stone von Tom Harper ist eine der viel beachteten Netflix-Veröffentlichungen des Jahres 2023 und hat dank seiner illustren Besetzung, darunter Gal Gadot und Jamie Dornan in den Hauptrollen, viel Aufmerksamkeit erregt. Heart of Stone wird Harpers erste Regiearbeit seit The Aeronauts aus 2019 sein. Die Geschichte dreht sich um Rachel Stone, eine CIA-Agentin, die sich mit gefährlichen globalen Mächten auseinandersetzen muss. Rachel Stone lives off the adrenaline she's addicted to. Der größte Teil der Handlung wird unter Verschluss gehalten. Wir wissen nur, dass es sich um einen Spionage-Action-Thriller handelt. Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lucy und Alia Bhatt werden in Nebenrollen zu sehen sein. Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller Jerry Seinfeld. Unfrosted the Pop-Tart Story ist eine der am meisten erwarteten Netflix-Komödien des kommenden Jahres. Seinfeld hat bereits Regie geführt, unter anderem bei Episoden seiner eigenen Show Comedians in Cars Getting Coffee und bei 2 Stand-Up-Specials von Colin Quinn. Netflix hat sich 2021 die Rechte an dem Film gesichert, dessen Prämisse auf Seinfelds eigenen Witz über die Entstehung der Pop-Tarts zurückgeht. They can't go stale because they were never fresh. In der Geschichte duellieren sich die beiden Frühstücksflocken-Titanen Kellogg's und Post, um das erste massenproduzierte Frühstücksgebäck im Mittleren Westen zur Zeit des Vietnamkriegs herzustellen. Für Unfrosted wurde bereits eine Top-Besetzung verpflichtet, darunter Melissa McCarthy, Amy Schumer und Bobby Moynihan, um nur einige zu nennen. It's like 15 stand-up comics are in this. Was wird aus einem Film, der mit einigen der größten Komiker des 21. Jahrhunderts besetzt ist? You know, in my world, the wronger something feels, the righter it is. In seiner zweiten Netflix-Veröffentlichung innerhalb eines Jahres hat sich Jonah Hill mit Blackish-Schöpfer Kenya Barris zusammengetan, um You People zu drehen. Hill und Barris haben das Drehbuch gemeinsam verfasst. Der Film untersucht die Überschneidungen zwischen kulturellen Unterschieden und moderner Liebe und fügt dem Ganzen noch eine Prise Generationsfragen hinzu, denn Hill und Lauren London spielen ein gemischtrassiges Paar, das zum ersten Mal die Familien des anderen trifft. So do you hang out in the hood all the time or do you just come up here for our food and women? In den Rollen von Hills und Londons zukünftigen Schwiegereltern sind Eddie Murphy, Nia Long, Julia Louis-Dreyfus und David Duchovny zu sehen. In Anbetracht von Barris' Erfolg mit Blackish und Hills Fähigkeit, Komödie und Drama perfekt miteinander zu verbinden, wird You People eine der interessantesten Veröffentlichungen des Jahres 2023 werden. An Actionfilmen wird es im Netflix-Katalog 2023 nicht mangeln, doch Havoc könnte einer der besten Filme des Streaming-Anbieters in diesem Jahr sein. Unter der Regie von Gareth Evans, der zuletzt 2018 bei Apostle Regie führte, wird Havoc der erste Nicht-Venom-Auftritt von Tom Hardy seit Capone im Jahr 2020 sein. Im Mittelpunkt von Havoc stehen die Folgen eines missglückten Drogendeals, bei dem Hardys Detektiv Walker auf der dunklen Schattenseite des Verbrechens in seiner Stadt überleben muss. Walker hat die Aufgabe, den entführten Sohn eines hochrangigen Politikers zu retten, während er zusehen muss, wie sein Haus unter den Lastern von Gier und Korruption zerbricht. Wie viele der kommenden Netflix-Veröffentlichungen hat auch Havoc eine vielversprechende Besetzung, die von Forrest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell und Jessie May Lee angeführt wird. Evans ist ein relativ unerprobter Regisseur, aber das könnte sich mit diesem Film komplett ändern. Hardy ist ein vorbildlicher Hauptdarsteller, sodass Havoc keine Schwierigkeiten haben sollte, sein Publikum zu finden. Insbesondere Zuschauer, die Fans des Netflix-Action-Blockbusters Extraction sind. Der Regisseur Rawson Marshall Thurber wurde für die Regie des neuen dystopischen Netflix-Thrillers The Division verpflichtet. Es ist sein erster Film seit Red Notice im Jahr 2021, obwohl er vielleicht am besten für die Regie bei den Komödien Voll auf die Nüsse und Wir sind die Millers bekannt ist. The Division beschreibt, wie ein futuristischer, sich schnell ausbreitender Virus durch Menschen, die mit Papiergeld umgehen, übertragen wird. Die Ereignisse erreichen ihren Höhepunkt am Black Friday, dem größten Einkaufsevent des Jahres in New York City. Das Schicksal des Landes liegt in den Händen von Zivilisten, die gegen Bioterroristen kämpfen müssen, während die Regierung versucht, ein Heilmittel zu finden. Bislang sind nur Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal als Darsteller bestätigt. Chastain und Gyllenhaal sind zwei der zuverlässigsten Hauptdarsteller, die derzeit in Hollywood tätig sind, sodass The Division eine spannende Geschichte sein dürfte.
Step Up All In und Pitch Perfect 3-Regisseurin Trish See hat als nächsten Film die romantische Komödie Players geplant, die Ende 2023 auf Netflix erscheinen soll. Netflix hat noch nicht allzu viele Informationen über Players preisgegeben. Alles, was wir wissen, ist, dass es sich um eine Liebeskomödie mit einer Sportfan-Tendenz handelt. Der Sportjournalist Mac lernt nach jahrelangen Affären eine Frau kennen, die ihn inspiriert, sich niederzulassen und eine Beziehung einzugehen. Tom Ellis und Jane the Virgin-Star Gina Rodriguez sollen die Hauptrollen des Films spielen, während Damon Wayans Jr., Brock O'Hearn und Joel Courtney Nebenrollen übernehmen. Das letzte Mal sahen wir Ellis in seiner Hauptrolle in Lucifer, während Rodriguez in der Amazon Prime-Hitkomödie I Want You Back im Jahr 2022 zu sehen war. Auf die Chemie zwischen Ellis und Rodriguez wird man achten müssen, da sie dafür bekannt sind, in unterschiedlichen Genres zu arbeiten. Netflix ist heutzutage bei Liebeskomödien entweder ein Hit oder ein Reinfall, aber Players hat eine Menge Potenzial. High in the Clouds ist die wohl einzigartigste bevorstehende Veröffentlichung von Netflix. Der Zeichentrickfilm basiert auf einem Kinderroman, den Philip Adair, Jeff Dunbar und Paul McCartney 2005 gemeinsam geschrieben haben, und Netflix wird ihn in Zusammenarbeit mit Gaumont noch in diesem Jahr veröffentlichen. Der Illustrator des Buches, Jeff Dunbar, arbeitete 1984 mit McCartney an dem Zeichentrickfilm Rupert and the Frog Song. In High in the Clouds geht es um Woodland, ein Tierheim, das von den Menschen abgerissen werden soll. Wirral, ein Eichhörnchen, ist durch die Zerstörung verwaist und begibt sich auf ein Abenteuer, um einen neuen Lebensraum zu finden. Sein Ziel ist Animalia, eine Zufluchtsstätte für Tiere. Das Buch ist überraschend erwachsen und behandelt Themen wie Krieg, Verlust und Kameradschaft, und die Verfilmung sollte dies auch tun. Die Verfilmung befindet sich seit 2013 in der Entwicklung und eine Reihe von Filmemachern ist für die Regie im Gespräch. Offiziell wird Head Over Heels-Schöpfer Timothy Rickard die Regie übernehmen. Das Drehbuch stammt von John Croker. McCartney wird Songs und eine Originalmusik komponieren und auch die Produktion übernehmen. Beatles-Fans und Animationsliebhaber gleichermaßen werden diesen Film lieben, der das immer noch wachsende Vermächtnis von McCartney, einem der größten Rockstars der Welt, weiter ausbaut. In einer weiteren Comic-Adaption für Netflix wird Jimmy Mickle, Co-Schöpfer der Serie Sweet Tooth des Streaming-Giganten, bei seiner eigenen Umsetzung von Donny Cates' God Country Regie führen. Legendary Pictures ist an dem Film beteiligt, der eine weitere Zusammenarbeit mit Netflix darstellt, nach den Erfolgsfilmen Enola Holmes und Enola Holmes 2, die 2020 bzw. 2022 erschienen. I'm a detective. I'm a decipherer. And I'm a finder of lost souls. God Country folgt Emmett Quinlan, einem Witwer, der mit Demenz zu kämpfen hat. Emmett kämpft mit Verwirrung, die oft zu Gewaltausbrüchen führt, die ihn in Schwierigkeiten mit der örtlichen Polizei bringen und ihn von seiner Familie entfremden. Nachdem ein Tornado sein Haus in West Texas zerstört hat, glaubt man, Emmett sei in den Trümmern verschollen und möglicherweise tot. Stattdessen wird er durch die Katastrophe geheilt und ein verzaubertes Schwert, das er im Auge des Sturms gefunden hat, verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Weit entfernt von den Welten von DC und Marvel will God Country ein erfrischender Einstieg in das Superhelden-Genre sein. No kicks! Eine Besetzungsliste oder eine Handlung für den Film wurden noch nicht veröffentlicht, aber Netflix will den Film bis Ende 2023 an die Zuschauer ausliefern. Basierend auf dem gleichnamigen BBC-Psychothriller wird Netflix im März eine Verfilmung von Luther herausbringen. Luther, geschrieben von Serienschöpfer Neil Cross und inszeniert von Jamie Payne, wird, wie Hauptdarsteller Idris Elba in einem Gespräch mit Empire anmerkte, die Zwiebelschichten von Luthers Charakter abziehen und den Rahmen über die düsteren Straßen von London hinaus erweitern. If you take me down, I'll take you down even faster than even harder. Luther reiht sich in die Riege der Fernsehserien ein, die verfilmt wurden, und gesellt sich zu Drei Engel für Charlie, Akte X und Star Trek neben unzähligen anderen. Elba wird erneut die Hauptrolle des Luther spielen, eines Polizeidetektivs, der die Schrecken seines Jobs mit der Genialität seiner Verfahrensmethoden in Einklang bringen muss. Andy Serkis und Cynthia Erivo sind für Nebenrollen vorgesehen. Im Laufe von 5 Staffeln wurde Luther vom Publikum und Kritikern gleichermaßen gut aufgenommen. Luther ist ein BBC-Fan-Liebling und dürfte sich für eine solide Verfilmung eignen, zumal der Schöpfer der Serie für die Gestaltung der Handlung verantwortlich ist. Unter der Regie von George C. Wolfe, dem Regisseur von Ma Rainey's Black Bottom aus dem Jahr 2020, ist Rustin ein dramatisiertes Biopic über das Leben des schwulen Bürgerrechtsaktivisten Bayard Rustin. Der Drehbuchautor Dustin Lance Black, der 2009 den Oscar für das beste Originaldrehbuch für sein Milk-Drehbuch gewann, ist als Autor an Bord, und Barack und Michelle Obamas Unternehmen Higher Ground wird die Produktion überwachen. Rustin soll einen großen Schwerpunkt auf Rustins Organisation des Marsches auf Washington 1963 legen. Coleman Domingo, der zuvor mit Wolf in Ma Rainey's Black Bottom zusammengearbeitet hat, soll Rustin spielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Rustin gegen die schier endlose Liste von Biopics behaupten wird. Aber nach seinem Erfolg mit Ma Rainey scheint Wolf der perfekte Mann zu sein, um die Geschichte des verstorbenen Aktivisten zu erzählen. Produziert von Todd Phillips, Martin Scorsese und Steven Spielberg wird der Hollywood-Star Bradley Cooper bei Maestro, einem Biopic über den Komponisten und Menschenfreund Leonard Bernstein, Regie führen.
Cooper hat den Film gemeinsam mit Josh Singer geschrieben, der 2015 für sein Drehbuch zu Spotlight einen Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann. Leave something for the rest of us, Bradley Cooper. Cooper wird nicht nur Regie führen, sondern auch Bernstein spielen. Der Film soll sich auf das Leben des Komponisten konzentrieren, insbesondere auf seine Ehe mit Felicia Montealegre, einer Schauspielerin, die sich später während des Vietnamkriegs gegen den Krieg engagierte. Carey Mulligan wird die Rolle der Montealegre übernehmen. Mit Jeremy Strong, Matt Bomer, Maya Hawke und Sarah Silverman steht bereits eine großartige Besetzung fest. Coopers Entscheidung für seine Darstellung von Bernstein, eine Nasenprothese zu verwenden, ist auf viel Kritik gestoßen. Der Reporter der Canadian Jewish News, James Hirsch, verkündete, dass Cooper Bernstein gar nicht spielen sollte, wenn er nicht in der Lage ist, dies ohne die falsche Nase zu tun. Ein praktischer Effekt, der sich negativ auf kulturelle Karikaturen jüdischer Menschen auswirkt. Maestro wird in der kommenden Preisverleihungssaison sicherlich für Aufsehen sorgen, aber nicht ohne, dass seine Kontroversen vorher ans Licht gebracht werden. Nach der Regie des BBC-Films Marvelous kehrt Julian Ferrino für Our Man from Jersey auf den Regiestuhl zurück. Mark Wahlberg wird die Hauptrolle spielen, nachdem er 2022 in Father's Stew zu sehen war. Wahlbergs Co-Star Halle Berry haben wir zuletzt 2022 in dem Kassenschlager Moonfall gesehen. You are the unidentified source? Oh yes. Our Man from Jersey erzählt die Geschichte eines Arbeiters, der über Nacht zum Helden wird. Wahlbergs Figur Mike ist Bauarbeiter, zumindest bis ihn seine Highschool-Freundin Roxanne, gespielt von Barry, überredet, Spion zu werden. Mike ist ein netter Kerl, der kein Interesse daran hat, sich der Welt der Spionage zuzuwenden, aber es dauert nicht lange, bis eine Mission, bei der es um Leben und Tod geht, ihm keine Wahl lässt. J.K. Simmons, Jackie Earl Haley, Jessica De Gaulle, Adewale Akinoye Agbaje und Alice Lee runden die Besetzung ab. Aber bisher wurden von Netflix nur wenige weitere Details bekannt gegeben. Über Reptile ist noch nicht viel bekannt, außer der Tatsache, dass Grant Singer Regie führen soll und dass die Besetzung voller Namen ist, die das Publikum wahrscheinlich nicht in einem Film erwartet hätte. Reptile ist Singers Spielfilmdebüt, obwohl er die letzten 9 Jahre damit verbracht hat, Musikvideos für Sam Smith, The Weeknd, Ariana Grande und Troye Sivan zu drehen. Reptile dreht sich um einen Mann namens Nichols, gespielt von Benicio del Toro, der als Detektiv in Neuengland an einem mysteriösen Fall arbeitet, der sich schnell auf sein Privatleben auswirkt. Die Grenzen für Nichols sind fließend, da er oft nicht unterscheiden kann, was real ist und was nicht, was ihn auf einen dunklen Pfad führt. Die Besetzung ist gespickt mit großen Namen, darunter Francis Fisher, Alicia Silverstone, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Sky Ferreira und Michael Pitt. Reptile wird ein Wiedersehen zwischen Silverstone und Del Toro bedeuten, die 1997 in Ärger im Gepäck das Liebespaar des jeweils anderen spielten. Die Spy Kids Reihe ist eine der erfolgreichsten Live-Action-Kinderfilmserien aller Zeiten und hat im Laufe von 4 Filmen weltweit über 550 Millionen Dollar eingespielt. Spy Kids lag 12 Jahre lang brach, seit Schöpfer Robert Rodriguez den Schwerpunkt der Geschichte von Carmen und Juni Cortez, den Stars der ersten 3 Filme, wegverlagern wollte. Thumbs and Fuglies coming off the South Hall. Spy Kids Armageddon soll ein kompletter Neustart der Serie sein und Rodriguez hat das Drehbuch geschrieben und wird auch Regie führen. Der Film wird sich darauf konzentrieren, wie Kinder ungewollt einem Spieleentwickler helfen, die Welt durch einen zerstörerischen Computervirus zu übernehmen und dann die Dinge in ihre eigenen Hände nehmen müssen, um ihre Familien zu retten. Die Besetzung wird von Gina Rodriguez und Zachary Levi angeführt, während Everly Kagania, Billy Magnussen und DJ Cotrona das Ensemble abrunden. Schaut euch Spy Kids Armageddon nicht in der Erwartung an, dass das der Citizen Kane der Kinderspionagefilme ist. Er wird wahrscheinlich keine Kritiker begeistern, aber er ist ein actiongeladenes Abenteuer für Familien am Kinoabend. Society of the Snow wird einer der dynamischsten Filme des Jahres 2023 sein. Society of the Snow, der einzige spanischsprachige Film auf der Liste, ist eine Adaption von Pablo Vietschis Buch The Snow Society, The Definitive Account of the World's Greatest Survival Story, in dem die Erlebnisse der 16 Überlebenden der Andenflugkatastrophe von 1972 beschrieben werden. Vietschis Buch ist besonders emotional, denn der Autor kannte viele der Überlebenden als Kind und fühlte sich ihnen besonders verbunden. J.A. Bayona wird Vietschis Geschichte und Dokumentation auf die Leinwand übertragen. Die Geschichte der Flugkatastrophe in den Anden ist legendär, weil es unvorstellbar war, dass jemand 72 Tage lang den tückischen Bedingungen in den Bergen standhalten konnte und weil die Überlebenden gezwungen waren, Kannibalismus zu betreiben oder zu verhungern. As our friends were dying, they made us realize that we had an opportunity that they didn't. That we had the responsibility to live for them. Die Besetzung besteht größtenteils aus Newcomern, die noch keine Erfolge vorzuweisen haben. Interessanterweise wird Carlos Páez, einer der Überlebenden des Fluges und der jüngste Passagier im Flugzeug, in dem Film seinen eigenen Vater spielen. Unter der Regie der MCU-Absolventen Anthony und Joe Russo ist die Electric State eine Adaption der Graphic Novel von Simon Stålenhag.
Christopher Marcus und Stephen McFeely, die Köpfe hinter den Chroniken von Narnia und den Captain America-Franchises, haben das Drehbuch verfasst, während die Horrorfilmemacher Andy und Barbara Muschietti als Produzenten vorgesehen sind. Es wurden noch nicht viele Details über den Film bekannt gegeben, abgesehen von der prominenten Besetzung. Aber die Prämisse soll sich auf Michelle konzentrieren, ein junges Mädchen, das nach ihrem vermissten und entfremdeten Bruder sucht, der ihr einen Roboter von einem großen unbekannten Ort geschickt hat. Die Electric State wird zur Hälfte aus Live-Action und zur Hälfte aus Animationen bestehen. Die Netflix-Kollegin Millie Bobby Brown wird die Hauptrolle der Michelle spielen, während Chris Pratt, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Giancarlo Esposito und Anthony Mackie zu den Namen gehören, die die Besetzung abrunden. Haltet Ausschau nach Ke-Hui Kwan, der gerade seine brillante Rückkehr zur Schauspielerei in Everything Everywhere All at Once hinter sich gebracht hat, was ihn zum Favoriten für den besten Nebendarsteller bei den Academy Awards 2023 gemacht hat. Nachdem David Fincher die Produktion seiner Erfolgsserie Mindhunter eingestellt hat, um 2020 das Blockbuster-Biopic Mank zu drehen, ist er zu Netflix zurückgekehrt, um bei The Killer Regie zu führen, einer Adaption der gleichnamigen Graphic-Novel-Serie von Alexis Noland. Fincher ist bereits seit 2007 mit dem Buch von Noland verbunden. Das Projekt wurde von verschiedenen Produktionsfirmen umgesetzt, bevor es bei Netflix landete. Nur Michael Fassbender und Tilda Swinton wurden als Hauptdarsteller angekündigt. Fassbender sah das Publikum zuletzt 2019 in der Rolle des Magneto in X-Men Dark Phoenix. Swinton hatte ein arbeitsreiches Jahr 2022, als sie in 3000 Years of Longing und The Eternal Daughter auftrat und die Rolle des Waldgeistes in Guillermo del Toro's Pinocchio verkörperte. To save you, he became a real boy. And real boys don't come back. Die Serie von Noland erzählt die Geschichte eines namenlosen Attentäters, der im Stillen kalkulierte Entscheidungen trifft. Wie sich später herausstellt, heißt er Christian und hat nicht viele Ziele, außer genug Geld zu verdienen, um sich zur Ruhe zu setzen und die Öffentlichkeit vollständig zu verlassen. Nolans Werk soll die Grenzen ausloten, in denen das Publikum Mitgefühl für einen schlechten Menschen empfinden kann. Wenn ein Regisseur in der Lage ist, diese Prämisse auf der großen Leinwand umzusetzen, dann ist es Fincher, der mit düsteren, brutalen Dramen wie Fight Club, Zodiac und Gone Girl großen Erfolg hatte. Das Publikum hat Anthony Stucci seit 2014 nicht mehr auf dem Regiestuhl gesehen, als er zusammen mit Graham Annabelle bei Die Box Trolls Regie führte. First things first. Off with the box. Stucci, der vor allem für seine Arbeit hinter der Kamera bekannt ist, blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Storyboard-Künstler und Entwickler visueller Effekte zurück. Er begann 1985 bei Zurück in die Zukunft und hat seitdem an so unterschiedlichen Projekten wie Hook, James und der Riesenpfirsich, Ants und Ghost gearbeitet. Im Mittelpunkt von The Monkey King steht der titelgebende Affenkönig, der nah und fern reisen muss, um seinen Stab vom bösen Drachenkönig zurückzubekommen. Drehbuchautor Steven Bencic, der Bärenbrüder, Himmel und Huhn und Jagdfieber geschrieben hat, verfasste das Drehbuch, sein erstes seit Cats and Dogs, die Rache von Kitty Kalor im Jahr 2010. The Monkey King ist die erste Zusammenarbeit von Bencic und Stucci seit 2006. Mit B.D. Wong, Jimmy O. Young und Bowen Young sowie Stephanie Hsu steht bereits eine großartige Besetzung fest. The Monkey King wird der erste Auftritt für Hsu nach Everything Everywhere All at Once sein, der sie laut Variety ins Gespräch für die beste Nebendarstellerin bei den Academy Awards bringt. Matt Charman ist zurück für seinen ersten Spielfilm seit 2015, als er zusammen mit den Coen-Brüdern das Drehbuch für Steven Spielbergs Bridge of Spies schrieb. Charman erhielt eine Oscar-Nominierung für das beste Originaldrehbuch, aber seitdem war es furchtbar still um ihn. Charmans neuer Film, The Mothership, handelt von der alleinerziehenden Mutter Sarah, gespielt von Halle Berry, und ihren Kindern, die auf ihrem Grundstück auf einen Außerirdischen stoßen. Sarahs Mann ist ein Jahr zuvor spurlos verschwunden und sie glaubt, dass ihre neue Entdeckung dazu beitragen wird, ihn oder die Wahrheit über seinen Verbleib nach Hause zu bringen. Dies ist Berrys zweite Zusammenarbeit mit Netflix im Jahr 2023 neben Our Man from Jersey, in dem sie neben Mark Wahlberg spielt. Molly Parker, Omari Hardwick und Sydney Lemon gehören zu den Namen, die die Besetzung abrunden werden. Parker hat ein starkes Jahr 2023 vor sich, denn sie wird auch Mary Darling in Disneys Peter Pan und Wendy spielen. Hardwick war zuletzt in der TV-Serie ein Teil von ihr zu sehen, während Lemon in Tar an der Seite von Cate Blanchett zu sehen war. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, aber man kann davon ausgehen, dass The Mothership irgendwann Ende 2023 erscheinen wird.